Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, einem Gothic-Projekt. Othello in diesem Fall, eine Mod, von der ich schon viel gehört habe. Ich hatte mir beim ersten Mal tatsächlich schon überlegt, also bei meinem ersten Gothic 1 Playthrough, die auch schon zu verwenden, weil es so ein Overall für Gothic ist, was quasi den Kern behält, aber halt eben das Bewusstsein des Spiels erweitert, so nenne ich es jetzt mal. Was halt ein paar Sachen hinzufügt. Und das ist auch der Grund, weswegen ich mich dagegen entschieden habe. Ich wollte Vanilla erstmal, also Gothic erstmal in der Vanilla-Variante durchspielen und dann nochmal ein andermal ein Playthrough spielen, in dem ich dann quasi eine aufgehübschte Variante mit weitergedachten Ideen verwende. In diesem Fall Othello, wie schon erwähnt. Für Gothic 2 werde ich mir dann auch noch was aussuchen. Ich weiß noch nicht was. Kann auch zum Beispiel die Liber-Version sein oder was auch immer. Aber jetzt erstmal Gothic 1 Othello. Die Installation ist die denkbar einfachste Installation für diese Mod, die ich jemals für irgendwas überhaupt modtechnisch installieren durfte. Es gibt einfach nur einen Installer. Es wird auch empfohlen, nichts weiter dazu zu verwenden, weil wohl Union und diese ganzen Spielereien schon mit drin sind. Also das ist ein Gesamtpaket von einem Sammelsurium an verschiedenen Mods. Haben auch eine Menge Leute mit dran mitgearbeitet. In diesem Fall schon mal danke fürs Machen der Mod. Falls einer von den Machern zufällig gerade anwesend ist. Ja, ich werde auch, weil das bietet dieses Spiel nämlich an, hier in den Othello-Einstellungen, Entschuldigung, Set Gamepad. Du kannst tatsächlich dieses Spiel mit einem Gamepad spielen und das werde ich ausprobieren. Also ich weiß nicht, ob ich dabei bleibe, aber ich werde jetzt den Start des Spiels auf jeden Fall erstmal mit dem Gamepad machen. Einfach mal, um zu gucken, wie sich das anfühlt. Weil ich dachte mir schon immer, ich glaube, das habe ich sogar in meinem Gothic Playthrough auch erwähnt, ich dachte mir schon immer, Gothic muss sich doch super gut spielen mit einem Controller. Weil es einfach dafür gut optimiert ist. Von der Art, wie man das Spiel spielt mit dem Kampfsystem. Ja. Ich denke, im Grunde habe ich das meiste gesagt. Ich weiß über die Mod so gut wie gar nichts. Ich bin nur am Anfang, habe ich mich mal in das Spiel begeben, um mal zu gucken. Und da ist schon ein ziemlich, also es fällt da schon auf. Ne? Wir lassen das jetzt erstmal, wie es ist. Ich hoffe, ihr seid mit am Start bei diesem neuesten Projekt und wir starten jetzt einfach mal rein. Sound passt hoffentlich. Ne? Ihr kennt es von mir, ich mische das über die ersten paar Folgen ab und wir starten ein neues Spiel. Auf normal oder schwer? Ist Othello schwerer als das normale Gothic? Oh, es juckt mir gerade. 5 Lernpunkte pro Level und alternative KI. Was ist die alternative KI? Das machen wir ganz einfach. Wir gucken uns jetzt das Intro an und währenddessen versuche ich das rauszufinden. Wir starten erstmal auf normal. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere.
Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korenis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars II., Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat. Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Also ich habe es jetzt nicht rausgefunden, aber ich starte schneller schwer nochmal. Wir sehen uns gleich nochmal. So, da sind wir schon wieder. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, ich muss mal kurz was gucken. Ich glaube, ich habe das Field of View etwas... Ja. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest hier vom... Ich werde die Gespräche... Es gibt drei meisten, Lager sie kennen, innerhalb der Barriere. Ich werde die Gespräche ablaufen Lager lassen und alles anhören. Und schauen, ob vielleicht irgendwo was Neues dazugekommen ist. Wohl, teilweise ist wohl Text-to-Speech oder sowas verwendet worden oder irgendwas in der Art, glaube ich. Also es sind wohl neue Dialoge im Spiel, genauso wie neue NPCs teilweise. Du musst nur deswegen den höre ich Weg mir hier folgen. Wieder alles an. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort. Zumal die Dialoge sowieso in Gothic 1. Und die Musik. Schön daheim zu sein. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullet und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Das ist übrigens was... Das hatte ich bei Gothic 1 sicher dann auch schon erwähnt, als ich es in der Vanilla-Version gespielt habe. Jedes Mal wieder, wenn ich von aktuellen Spielen, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal Dragon's Dogma, das ist halt leider Englisch, oder irgendwas anderes, was halt derzeit rauskam. Egal welches Spiel man derzeit spielt, irgendein Assassin's Creed oder keine Ahnung, ist ja wurscht, nimmt egal welches Spiel, was aktuell rauskommt. Wenn ihr das spielt und die Synchronstimmen oder die Synchronsprecher machen keinen schlechten Job und das hört sich alles gar nicht verkehrt an und das ist auch in Ordnung, aber dieses Feeling, das Gothic mit seinen Synchronsprechern aufbaut, vielleicht ist das auch dieses Stückchen zu Hause, was ich spaßeshalber gerade gesagt hatte, was es so nostalgisch wirken lässt für einen und dann nochmal so viele Punkte höher steigen lässt, aber jedes Mal, wenn ich diese Musik höre, diese Umgebung sehe und dann noch diese Synchronstimmen. Das ist eine Mixtur, die hat bis heute kein anderes Spiel hinbekommen. Absolut
nicht auch nur im Ansatz. Ich weiß nicht warum, aber es gibt einen so das Gefühl, mittendrin zu sein und mit dieser Person zu reden, wie die Synchronsprecher hier ihre Arbeit geleistet haben. Vielleicht ist es auch diese kraxelige Grafik, die dazu nochmal so ein Stoß in die richtige Richtung gibt, aber ich finde es einfach... Wo ist dieser Bullet jetzt? Man hätte es nicht besser treffen können. Die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Dem habe ich schon mehrmals aufs Maul gehauen, nur weißt du nichts davon. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Hau her. Du kannst vom Glück sagen, dass Bro. Ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Weiß man eigentlich, warum er sich bei den Magiern nicht mehr sehen lassen darf? Verstehst du? Wenn ich du wäre... Weiß man das? Nee, oder? ...die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Also wenn ihr es wisst, könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben. Warum darf sich Diego nicht mehr bei den Magier sehen lassen? Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ach, danke für die Hilfe. Ruf im alten Lager, plus eins. Okay, das ist schon mal neu. Kapitel 1, die Welt der Verurteilten. Okay, jetzt muss ich noch mal kurz was gucken, weil ich glaube... So war es schon richtig. Ich glaube, ich habe das Field of View ein bisschen zu krass, oder? Also an dem Field of View muss ich vielleicht noch rumspielen, was... Ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn es so ist, tatsächlich. Aber es zieht die Sachen, glaube ich, ein bisschen zu breit, oder? Ich weiß nicht mehr, wie ich es in Gothic 1 hatte. Ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit... Ich mache mal gleich meinen ersten Speicherstand. Steht sogar die Tage dran. Fuck, jetzt habe ich es gespeichert, ohne dass da was steht. Will er das jedes Mal wieder schreiben? So, es gibt anscheinend sogar die Möglichkeit, die Leisten hier zu verschieben. Ja, genau. Schau sich das mal einer an. Ausdauer haben wir, okay. Ist die überhaupt aktiviert, die Leiste? Leiste bewegen. 1, 2. Ah, ich muss umstellen, okay. Ich könnte jetzt hier... Ausdauer. Das Dumme ist halt, ich habe genau hier unten. Das ist jetzt die Frage, wie ich das mache. Macht das überhaupt was? Also wenn ich das jetzt wirklich so alles dahin schieb? Oh, ein Mausrad, ein Rad für Gegenstände, okay. Mana ist aber 3 eigentlich. Backspace. Okay, wir machen es mal wieder auf Standard. Wollte ich nur mal ausprobieren. Kann ich ja mal irgendwann in Ruhe begutachten. Also man sieht es jetzt hier schon an der Bewegung. Die schaut schon anders aus. Also ich kann mich bewegen, wie es komisch ausschaut, muss ich sagen. Also es ist jetzt das Controller-Movement. Ich bin mal gespannt. So komme ich ins Optionsmenü. Okay. So komme ich ins Inventar. Okay. Wie wechsle ich die oberen? Rüstung. Ich starte mit einer Rüstung. Streif nichts lernen. Okay, die hat aber keine Werte. Immerhin besser als nichts. I see. Okay, dann gucken wir uns mal um. Also ich weiß nicht, ob ich beim Controller bleibe. Aber für den Moment lassen wir es erstmal so. Okay, ihr habt anscheinend nichts zu sagen. Nein. So, hier habe ich schon wen getroffen, das weiß ich leider schon. Und zwar der liebe Grimes. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Bisher noch nicht. Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge.
Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Klingt nicht sehr rosig für mich. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Mir ist das Interface tatsächlich ein kleines bisschen zu klein. So sind die Lebensbalken halt relativ groß. Und das über dem Kopf auch. Da gibt es keine eigene Skalierung dafür, oder? Interface. Systemauszeiger, Symbole für Gegenstände. Questrelevante Gegenstände, nein. Gothic 2 Kampfmodus. Okay. Ori! Wie viel Leben hat der? Sieht. Ah, 1000. Ich dachte gerade 10.000. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Okay. Also übrigens nur mal zum Vergleich, wenn ihr das jetzt so seht, wie es jetzt gerade ist. Normalerweise hat das Spiel ein Field of View von so. Das ist normalerweise das Field of View. Oh mein Gott, ich bin einfach im Spiel. Ich glaube aber, so passt schon. Oder? 125 war, glaube ich, doch ein Tucken zu viel. Schatten, Schleifstein, Buddler. Ihr habt aber alle nichts zu sagen, oder? Nein. Darf ich aber das Zeug haben, wenn hier was liegt? Schön designt. Oh doch, da liegt was. Moment, ich muss hier den zweiten Speicherstand auch noch machen. Ich kann ja mit dem Controller schlecht schreiben. Immer zwei Speicherstände. Ja, darf ich haben. Salz. Wie springe ich denn eigentlich? Nein. Ah. Eisenbrocken. Was zur Hölle? Teufel, ist denn ein Eisenbrocken? Empfohlene Verwendung, Herstellung. Okay. Also ich muss mich mit der Steuerung noch ein bisschen arrangieren mit dem Gamepad, falls ich denn dabei bleibe. Mal gucken. Aber für den Moment auf jeden Fall. Einfach zum Ausprobieren. Darf ich das haben? Ja.
Irgendwas ist da, was ich... Reiner Alkohol. Ich komme immer nur... Ah, jetzt. Ah! Jetzt habe ich Angst, mich zu bewegen. Ich speichere nochmal. Kohle. Ich glaube, so kann, ich kann das Gamepad sogar ein bisschen höher stellen von der Empfindlichkeit. Oh, die darf ich nicht haben, ne? Keine Dietriche mehr. Oh, das ist das Problem. Okay. Wie weit hoch komme ich? Bevor mich die Barriere wegmacht. Bogen. Kurz Bogen. Kann ich den anziehen? 10 Geschick. Ja, kann ich. Schön. Da liegt doch noch was. Ja, wollte ich gerade sagen, da liegt doch noch was. Eine Münze. Okay, so ist das Gamepad jetzt ein bisschen zu hoch. Also tut mir leid, dass ich am Anfang noch ein bisschen einstellen muss. Aber ich bin nur kurz, wirklich ganz, ganz kurz rumgelaufen, um zu testen, ob alles passt. Dementsprechend war das eine sehr, sehr kurze Beta für mich zu testen. Birne. Karotte. Gibt es hier ein richtiges Kochsystem oder was, mit dem ich mir einen richtigen Eintopf machen kann? Hast du einen Namen? Caden. Okay, der ist schon neu. Was ist das? Hey du. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Wir haben wenig Ärger mit den Typen aus dem neuen Lager. Mir machen eher die Sektenspinner Sorgen. Verstehe. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Du redest nicht viel, was? Hat er mir jetzt einen Auftrag gegeben? Wo ist mein Tagebuch? Das ist mein Cadens Auftrag. Caden war nicht sehr gesprächig und gab mir stattdessen einen Brief. Okay. Habe ich also richtig verstanden, dass er mir einen Brief gegeben hat. So umgeht man die Sprachausgabe, auch nicht dumm. So. Cadens Auftrag. Nicht gelesen. Auftrag. Sarus hat einen Diebstahl begangen. Genauer gesagt ein Amulett. Er wurde nun schon eine... Erinnert mich irgendwie an Neck. Genauer gesagt ein Amulett. Er wurde nun schon eine Weile nicht mehr gesehen. Der Kerl ist nicht besser als die Banditen aus dem neuen Lager und so sollte man ihn auch behandeln. Wer ihn gesehen oder das Amulett wiedergefunden hat, sollte sich an Caden wenden, der für die Kontrolle der Waren am Austauschplatz zuständig ist. Wer diesem verkommenen Sarus zur Flucht verhilft, droht die Todesstrafe in Form von Folter und anschließender Hinrichtung. Am Galgen. Indem du hilfst, diesen Verräter zur Strecke zu bringen, trägst du zur Sicherheit des alten Lagers bei. Für Gomez! Ich weiß übrigens noch nicht, in welchem Lager ich mich anschließen werde. Ich hatte tatsächlich überlegt, nur mal so einen kleinen Sneak Peek in meine Gedanken zu geben, nochmal ins alte Lager zu gehen. Und zwar, das klingt jetzt erstmal Banane, genau wie das, was da lag. Das klingt jetzt erstmal Banane und uneinfallsreich, aber so kann man die direkten Vergleiche sehen zum Standardspiel. Und leere Flasche. Ich habe Angst, wie weit ich hier vorlaufen kann. Und ich kann sehen, was man jetzt machen kann, wenn man Feuermagier werden möchte beim alten Lager. Und da hätte ich echt Bock drauf, muss ich sagen. Okay. Das war's hier am Austauschplatz. Ich glaube, ich war noch nie so lange am Austauschplatz. 24 Minuten. Naja, nicht ganz. War ja ein bisschen im Menü. Am Anfang. Okilidokili. Ist hier im Wasser was? Jetzt will ich natürlich alles genau durchsuchen. Ich habe hier, glaube ich, keine Schnellspeichertaste. Ah, das ist quasi langsam laufen. Es gibt eine langsam Schwimmanimation. The more you know. Da unten liegt was. Wie tauche ich? Es ist weg. Was auch immer da lag. Oder ich bin blind. Nee, warte mal. Da liegt's. Nee, doch nicht. Oder kann es sein, dass ich es einfach einsammle, indem ich drüber schwimme? Das ist natürlich intelligent gelöst. Habe ich es jetzt im Inventar? Brauche ich noch weiter rauszugehen? Ich schau mal, das war ein Erzbrocken, glaube ich.
Ja, ich hab's im Inventar, 2 Stück. Okay. Brauche ich eine Schnellspeichertaste für den Controller? Naja. Ja, ich glaube, da ist nichts mehr. Ich will jetzt nicht weiter reintauchen. Unnötig. Wie wechsle ich denn auf meinen... Ah. So, wie sehe ich an? Okay. Ich habe den Gothic 2-Sprung übrigens, wie man sieht. Okay, die kann ich nicht einsammeln, die Pilze. Auch wenn sie so ausschauen. Ups. Gespannt, was ich alles Neues finden werde. Okay, hier ist jetzt ein natürlicher Torbogen, nenne ich es mal. Okay, das ist krass. Ich kann einfach in der Luft meine Richtung ändern. Hui! Ich sehe schon kommen. Ich verschwende hier jetzt so viel Zeit. Dass es einfach gleich Nacht ist. Naja, verschwendet es die Zeit ja nicht. Bündel Dämonenpilze. Okay, habe ich jetzt gleich mehrere reingesammelt? Nee, es ist einfach ein Bündel. Benutzen, um Gegenstand zu öffnen. Ah, 4 Dämonenpilze. Erfahrungsbonus. Werde ich mal nicht verwenden, vielleicht gibt es Tränke, die ich herstellen kann. Die den Erfahrungsbonus noch mehr erhöhen. Movement ist ein bisschen seltsam, weil du hast nicht mehr dieses, vorher war das ähnlich wie in so einem uralten Pixel-Game, wo du 8 Blickrichtungen hattest und dich halt darauf einstellen musstest. Hier kannst du irgendwie dich bewegen, gleichzeitig in eine andere Richtung gucken oder dich schon drehen und es ist anders, aber es ist nicht schlecht. Ungewohnt. Buch des Lernens. Vitalität, Intelligenz, Geschick, Mana. Okay. Dieses Buch kann mir helfen, mich zu verbessern. Es enthält auch wichtige Informationen über spezielles Training. Ich muss herausfinden, wie ich das andere Menü... Ah. Gegenstände? Ah. Okay. Das ist Rückweichen. Okay, interessant. Wie komme ich in mein Questbuch? Nein. Nein. Also ich habe jede Taste jetzt gefunden, rausgefunden, nur eine nicht. Nicht Questbuch. Hierhin, meinte ich. Also es gibt Geschick, Stärke, Mana, Vitalität, Ausdauer, Intelligenz. Okay. Lebenspunkte. Talente. Was ist Talente? Ja, im Notfall verwende ich dafür noch. Ich habe keine Talente, oder? Nee. Vielleicht habe ich noch keine. Okay. Also das Buch behalte ich. Wobei, ich probiere es jetzt einfach mal. Das interessiert mich jetzt. Wenn ich da was auswähle, ist es danach weg. Maximum für diesen Lehrer ist 1. Intelligenz plus 1. Ja, habe ich das jetzt hier was bekommen, oder was? Kann ich das alles einmal lernen? Oder habe ich Lernpunkte und ich habe bloß nicht nachgeguckt? Ja, ich habe Lernpunkte. Okay, warte. Denn hier habe ich noch 5. Okay, ja, gut. Dann hebe ich es mir erstmal auf. Dann ist es ja eh wurscht. Dann verliere ich nichts. So. Oh. 5x. Ist das der Schaden? Ah. Nimm alle Gegenstände.
Gibt's bestimmt auch eine Schnelltaste dafür. Also am Anfang ist jetzt noch so ein bisschen Lernprozess. Ne? Wie schon erwähnt. Ich bitte, das zu entschuldigen. Normalerweise geht's hier wahrscheinlich immer gleich richtig los. Aber dadurch, dass ich mit dem Controller ein bisschen ausprobiere. Außerdem möchte ich schauen, alles zu entdecken. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich versuchen möchte, da hochzukommen. Da kommt man doch bestimmt hoch. Erzähl mir nichts. Oder auch nicht. Die Frage ist, ist da oben überhaupt was? Ich könnte es auch von da drüben probieren. Probieren wir es mal von drüben. Ist es für euch jetzt eigentlich beim Gucken auch schon ungewohnt, wie ich mich bewege? Okay, ich glaube tatsächlich, dass der Modder das so eingestellt hat, dass er sich hier nicht hochhangeln kann. Weil hier müsste er es können, kann es aber nicht. Ja, dann wird da oben nichts sein, denke ich mal. Interessant ist, dass die Kamera auch so ein bisschen mitspielt, je nachdem, wie ich mich bewege. Wie das programmiert wurde, ist bestimmt interessant. Holztasse, Sichel. Oh, meine erste Nahkampfwaffe. So, jetzt kann ich mal testen. Nein. Okay, das holt den Bogen raus. Das kann ich ja eigentlich auch. Magie und Waffen. Frage ist, wie wähle ich das denn aus? Ah. Oh. Okay. Ein Schnellmenü. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, weil es manchmal mit dem Anvisieren nicht so richtig klappt, bisher, mit dem Umgucken, dass ich manchmal jetzt was liegen lasse. Naja, aber es wäre meistens wahrscheinlich auch nichts Wichtiges. Da kann man aber nicht rein, oder? In die verlassene Mine. Wäre schade, wenn nicht. Weil die ist ja eigentlich schon da. Die ist ja selbst im Standard-Gothic schon da. Man kann halt nur nicht rein. Silbererz. Okay, bisher ist echt viel neuer Shit, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt, was man damit alles anfangen kann. Herzbrocken. Hier könnte ich auch wieder probieren, höher zu kommen. Ja. Aha, eine Feuernessel. Ich wurde belohnt. Oh, da oben ist, glaube ich, ein Morred. Habe ich das richtig gesehen? Ich habe übrigens die Sichtweite auf Maximum gepumpt, also deswegen schaut es so aus, wie es ausschaut. Was ist denn das da hinten? Der Turm hier. Der da, der jetzt über meinem Kopf ist. Der soll da nicht sein. Ha! Das schaut aus wie Xardas Turm. So ein bisschen. Oh, eine Armbrust! Ich werde jetzt schon mega belohnt. Ich find's nice. Armbrust. Erfordert Stärke 10. Macht sogar mehr Damage. Aber ich habe... Doch, ich habe sogar Bolzen. Auch vom Design finde ich die cool. Dass der mehr so hölzern ist mit... bisschen Metall. Gefällt mir. Gut. Was ich jetzt noch testen wollte. Wie genau funktioniert das Kampfsystem? Okay. Das ist... Ah, das ist das Gothic-Kampfsystem. Ah! Warte mal, jetzt muss ich kurz ausprobieren. Links, rechts. Okay, links. Nee. Ah! Okay.
Okay. Und das ist der Vor... Okay, I see. Kann ich irgendwie... Ja, ich kann anvisieren. Okay. Gibt's hier Iframes? Aua. Es ist gewöhnungsbedürftig, vor allem jetzt... Warte mal, treffe ich zwei... Ich treffe zwei Gegner gleichzeitig. Okay. Okay. Ist das was mit dieser alternativen KI zu tun? Dass ich zwei Gegner gleichzeitig treffe? Das sind Schattenläufer. Are you fucking kidding me? Wenn das wie in Gothic 1 ist, werde ich ihm keinen Schaden machen können. Also nicht mal 5, nicht mal diesen Grundbetrag. Doch, mach ich sogar. An ihm kann ich aber rausfinden, ob ich Iframes habe. Also, ob das wie in Gothic 2 ist und nicht wie in Gothic 1. Dann komm mal her. Ah, nein, ich mache ihm 0 Schaden. Okay. Okay, aber dann weiß ich das, dass ich da später nochmal zurückkehre. Wenn irgendwann wegklatscht. Okay, also momentan bin ich gemischter Gefühle. Dass ich mehrere Gegner treffe, ist ein bisschen... Ha? Huh? Das ist der Austauschplatz. Ich wünschte, ich könnte näher ran. Hallo Goblin. Sind die kleiner als sonst? Irgendwie kommt er mir kleiner vor. Gib das her. Müsste besser sein als meine Waffe. 3. Okay, naja. Es ist länger. Das ist der Key. Birne. Stellt Prozent Max Leben wieder her. 5. Ich erstmal. Ja, komm, was soll's. Ah, das stellt einen fixen Lebensbetrag wieder her. Okay. Also momentan bin ich, wie schon gesagt, gemischte Gefühle. Dass ich mehrere Gegner treffe, ist ein bisschen komisch. Ungewohnt. Es könnte das ein bisschen in manchen Situationen vereinfachen, das Kampfsystem. Vielleicht ist das jetzt aber auch nur, weil ich mit dem Controller spiele. Nee, ich glaube nicht. Das wär unsinnig, wenn das jetzt nur ist, weil ich mit dem Controller spiele. Was ist das? Kleines Bolzenpaket. Kelle. Sag mir bitte nicht, dass das eine Waffe ist. Nee, okay, weil die war so groß. War doch gerade noch was, oder? Bin ich blöd? Bin anscheinend blöd. Ah ja, ein Troll. Okay, ja gut, kann man machen. Trotzdem will ich wissen, was ganz oben ist. Don't mind me, lieber Troll. Ich lauf hier nur. Ich zoome mal ein bisschen raus. Oh, okay. Die Barriere wird mich hier essen. Aber dann lasse ich das einfach mal zu. Oh no! Kann ich
ich eigentlich rauszoomen? Ah ja, okay. Lass ein bisschen GTA spielen, oder? Quarzit. Noch ein Goblin? Ich sehe ihn nicht. Ah, da. Komm her. Ich möchte nicht so nah an den Schattenläufer. Please. Schlagabtausch. Eisenbrocken. Ach du Scheiße, wie das hier aussieht. Ich werde einfach die ersten 5 Folgen im Startgebiet sein. Apropos, das war's schon wieder für die erste Folge. Dann hoffe ich, ihr findet das mal ganz, ganz interessant, wie ich das bisher auch tue. Mal schauen, was uns noch weiter erwartet. Ist auf jeden Fall ein bisschen sehr strange. Ein bisschen. Aber bisher nicht negativ strange.